Ja, danke, Georg, für 20 Jahre Pfingsten. Einen kleinen Applaus bitte oder einen größeren. Okay, liebe Leute, geht's euch gut? Ich bin schon ganz lange in Österreich, aber ich finde, die Österreicher jodeln zu selten. Geht's euch gut? Bitte jodeln. Kann man das irgendwie so einen schönen Juchzer machen? Bitte alle gemeinsam auf drei. Eins, zwei, drei. Wer von euch findet, dass das Fest der Jugend einfach wunderbar ist? Wer von euch kann sagen, dass er bis jetzt an diesem Wochenende schon die Gegenwart Gottes gekostet hat? Und bei der nächsten Frage müsst ihr still antworten, bitte mit Handzeichen, aber nur, wenn ihr wirklich wollt und ganz in großer Freiheit. Wer von euch möchte mehr von Gott kosten? Und so laden wir dich ein, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du unsere Herzen berührst mit deiner Gegenwart. Herr, du siehst die offenen Herzen in diesem Raum. Wir möchten dich um mehr bitten, im Namen Jesu. Amen. Herzlich willkommen hier beim Workshop Jodeln für Fortgeschrittene im Raum 473 im alpinen Raum. Ich danke für die großartigen Referenten zur Linken, zur Rechten. Also das Fest der Jugend hat ja mehrere Höhepunkte. Sicher war gerade eben das Hochamt heute Morgen, war sicher ein Höhepunkt. Gestern Abend war sicher ein Höhepunkt. Wer fand den gestrigen Abend cool? Gestriger Abend war cool, oder? Gestriger Abend. Hand und Herz gehabt. Und so jetzt, der Nachmittag ist eigentlich auch immer ziemlich cool, weil wir bereiten uns vor auf die Lebensübergabe oder einen Moment, wo wir uns Gott neu anvertrauen oder zum ersten Mal anvertrauen. Und dieser Talk soll jetzt irgendwie darauf vorbereiten, ein bisschen, damit wir ein Gefühl dafür kriegen, was es eigentlich bedeutet, zu glauben, einen Glaubensschritt zu machen, was es bedeutet, sein Leben vertrauensvoll in die Hand Gottes zu geben. Das ist ja eine große Frage eigentlich. Und deswegen haben wir hier zwei wunderbare Referenten oder Interviewpartner, die uns ein Gefühl dafür geben, was es eigentlich heißt, zu glauben, was es eigentlich heißt, einen Schritt auf Gott zuzumachen. Zu meiner Linken, Exzellenz Erzbischof Franz Lackner, Steirer. Danke, danke. Steirer. Ein sehr guter Kicker. Naja. Nicht mehr. Früher war er richtig fit. Ja. Naja, so vor 10 Jahren noch in Pöllau warst du noch ziemlich fit. Also. Ja. Da hatte ich noch 15 Kilo weniger. Ja. Darüber hinaus ist er Elektriker, wie wir wissen, aber er ist auch Philosoph, Franziskaner, Priester und ein wunderbarer Gesprächspartner. Ich kann mich gerne zurückerinnern an ein Gespräch in einer Hütte auf einem Berg hier in der Nähe. Und ich kann mich gut zurückerinnern an mehrere Gespräche in Wien bei Bier und Schnitzel. Immer sehr anregend, immer sehr so von der Seite reinfahrend, so ganz lustige Ansätze im Denken. Also ich freue mich sehr. Exzellenz, danke, dass du dich heute darauf einlässt. Freue mich auch, ja. Danke sehr. Danke. Hier danke. Zur Rechten, ja genau. Ja, danke. Hier zur Rechten aus dem wunderschönen Innviertel. Innviertel. Aus Kopfing. Wo sind Sie versteckt? Das ist nicht schlecht. So die Westgrenze hier drüben. So. In der Nähe von Passau. Die Berner ist die Leiterin unserer J9 Jüngerschaftsschulung hier bei unserer Home Mission Base. Sie ist einer dieser jungen Leiter bei Loreto, die wahnsinnig viel Dampf macht den älteren Herren. Das habe ich von den älteren Herren gelernt. Ich nenne sie sehr oft Flamme, weil einfach da, wo sie ist, die Flamme des Heiligen Geistes ist. Und ich freue mich sehr auf ein sehr angenehmes und gutes Gespräch und auch gerade auf deine Nachfragen, weil du immer bis zum Punkt nachfragst. Ich freue mich sehr. Danke sehr, liebe Berner. Dankeschön.
Also wenn wir so reden über Nachfolge Christi oder über Glaube generell, Exzellenz, dann muss man ja sagen, dass viele von uns wohl das Glück gehabt haben, dass sie mit dem Glauben irgendwie aufgewachsen sind und dass der Glaube eigentlich immer schon irgendwie da war. Schon ehe wir waren, war der Glaube schon da. Wie war das eigentlich bei dir? In deiner Kindheit bist du in einer christlichen Familie groß geworden? Habt ihr den Glauben praktiziert? Wie war das für dich? Ja, ich habe den als Kind, ich komme aus kleinbäuerlichen Verhältnissen, armen Verhältnissen, kann ich sagen, habe ich als Kind den Glauben tief erlebt, wirklich. Also das muss ich sagen, das war eine Wirklichkeit, etwas, was ich gespürt, wir waren relativ, für österreichische Verhältnisse würde ich mal sagen, sehr arm, ja. Und ich da Ernten, wenn ein Gewitter gekommen ist in den 60er Jahren, da hat man gebetet, weil man Angst gehabt hat. Man hat gesagt, warum müssen wir beten? Ja, wenn der Hagel kommt, dann haben wir nichts zu essen. Da hat es noch keine Versicherungen gegeben, wie es heute so üblich ist, dass man gegen alles und für alles versichert ist. Und da habe ich den Glauben sehr tief erlebt. Ich habe jetzt einmal kürzlich, du musst mich bremsen, wenn ich zu viel rede, ja? Kürzlich gepredigt über das Gebet Jesu. Ist ja interessant, Jesus betet sehr viel, ja? Wirklich, zum Beispiel, dass er in der Synagoge in Nazareth, wie gewohnt ging er am Sabbat in die Synagoge, so wie wir. Das war, wie gewohnt ist man am Sonntag in die Kirche gegangen. Das war das Normale, ja, und Jesus hat das auch getan. Und er hat sich sehr oft zurückgezogen auf den Berg, er allein, die ganze Nacht hindurch, an wesentlichen Ereignissen, zum Beispiel die Berufung der Jünger, hat Jesus gebetet, oft die ganze Nacht hindurch. Nicht? Aber er hat nie direkt über das Gebet gesprochen, eine Gebetslehre oder Methode gelehrt. Hat irgendwann. Erst auf Nachfrage hat er den Jüngern das Vaterunser beigebracht. Wahrscheinlich ist das das meistgebetete Gebet der ganzen Welt. Ja, gibt kein anderes Gebet. Also was ich damit sagen will, also das war eine Wirklichkeit, ohne dass er darüber das ständig zum Thema gemacht hätte. Ja? So war es bei uns auch zu Hause. Ich weiß nicht, wie ich beten gelernt habe, aber wir haben gebetet. Das war ganz normal. So bin ich aufgewachsen und habe den bis zur Firmung, bitte junge Leute, bis zur Firmung, würde ich sagen, als Kind war ich ein Christ, der den Glauben sehr ernst genommen hat. War das bei dir auch so? Also ich bin grundsätzlich in einer katholischen, traditionellen Familie aufgewachsen. Bei uns war schon immer der Glaube auch präsent. Aber ich hatte nie so diese definitive Entscheidung für Jesus getroffen. Also für mich war echt so Sonntag in die Kirche gehen, die langweiligste Stunde in der ganzen Woche. Es war etwas mühsam. Ich habe immer gewusst, ich muss diese eine Stunde in der Kirche überleben, dann habe ich eine Woche frei. Wer kennt das? Nach Pfingsten gilt es nicht mehr. Also ich bin dann mit 14 eingeladen worden von einer Freundin, die ist gerade zurückgekommen aus Medjugorje vom Jugendfestival. Meinen Eltern ist was Glauben. Was ist das? Was ist das? Also Medjugorje ist ein Wallfahrtsort in Bosnien. Ich wusste bis dorthin auch nicht recht viel mehr, außer dass man ins Meer fährt und dass ein paar coole Leute dabei sind und dann passt, sind wir dabei. Aber das, was mich dort beeindruckt hat, das war, dass ich tatsächlich eine Gotteserfahrung gemacht habe. Dass ich war 14, ich habe sehr gezweifelt, Gott, existierst du wirklich? Hat das Leben wirklich einen Sinn? Und ich hatte einen Moment während der Messe, der Priester hat diese weiße Scheibe Brot in die Höhe, diese weiße Hostie in die Höhe gehoben und ich habe mir gedacht, okay, wenn das nur Brot ist, also ich verstehe nicht, warum da 50.000, 60.000 Leute sich hinknien vor dem, von einer weißen Scheibe Brot aus 70 verschiedenen Nationen, die haben sich ja nicht abgesprochen, dass sie das machen müssen. Und das Interessante war, dass plötzlich ist es wie, also ist einfach eine Klarheit in mein Herz gekommen und ich nehme immer dieses Bild, das war wie ein Wasserfall, so quasi ein Wasserfall über meinem Leben. Ich wusste, Gottes Liebe ist ein Wasserfall und ich kann den Wasserfall nicht abdrehen. Ich kann Gott leugnen, ich kann weglaufen, ich kann nur mehr Rosenkränze beten, es hilft nicht der Wasserfall. Der Liebe Gottes bleibt immer gleich und ich hatte zwei Erkenntnisse. Das eine war, erstens, Gott existiert und ich wusste es einfach tief in meinem Herzen. Es war nicht nur im Kopf, es war auch im Herzen. Und das Zweite war, Gott, er liebt mich einfach bedingungslos. Und diese zwei Erkenntnisse haben tatsächlich mein Leben extrem verändert, weil ich dann angefangen habe, diesen Hauch von Abenteuer zu atmen und ich wollte einfach mehr. Die Existenz Gottes, Exzellenz, gab es einen Moment in deinem Leben, wo dir klar war, nicht nur im Verstand, sondern im Herzen, dass Gott da ist? Ja, das gibt's.
Ja, das gibt es. Aber ich muss vorher sagen, wie ich diesen tiefen, echten, ehrlichen, kindlichen Glauben verloren habe. Ja. Ja. Also das war, also das ist, das geht mir heute noch, geht es mir kalt über dem Rücken, wenn ich mir denke, wie relativ leicht ich das Kostbare verloren habe. Und wie ging das? Wie ja, war das? Naja, eigentlich, es gibt ja so ein Buch von Louis, die Dienstanweisung an den Unterteufel, ja? Mhm. Und der Unterteufel muss lernen, der Oberteufel sagt, du musst schauen, dass du viele Menschen von Gott wegbringst, ja? Und der Unterteufel macht es immer so, dass er irgendeinen großen Streit anzettelt und kommt dann und sagt, oh, es ist mir gelungen, einen Krieg anzuzetteln. Und hat der Oberteufel schlecht, hat er gesagt, sehr schlecht. Und da fangen die Leute zum Beten an. Nein, du musst die Leute so unterhalten, dass sie eigentlich, es fällt nicht so recht was. Und es ist irgendwie so in der Oberfläche streiten, sind wir wirklich engagiert, da werden die Leute nachdenklich und so. Und so ähnlich war es bei mir. Das hat irgendwie aufgehört. Ich sage immer, Gott ist demütig. Ich bin ein Franziskaner, der heilige Franziskus hat das gesagt. Gott ist Demut. Seht die Demut Gottes, sagt der heilige Franziskus. Er ist wie ein, manchmal verzeiht es mir den Ausdruck, ein scheues Reh. Ja? Ich kann da nicht vorwerken und dann ist der Gott nicht da. Und ich habe halt gelebt, voll aus der Welt heraus, habe verdient und habe halt verliebt und alles Mögliche und angegeben, was man alles hat und so. Und ich habe gar nicht gemerkt, wie dieser Gott wieder weg war. Ich kann mich erinnern, ich war vielleicht 17, 18, also bis zur Firmung 14 war ich voll dabei, ja. 18, da hat mich wahrscheinlich ein Zeuge Jehova auf der Straße gefragt, was denkst denn du über Gott? Und eines habe ich immer gern getan, diskutieren. Mit mir kann man diskutieren, ja. Streiten auch, ja. Aber um eine gute Sache lohnt es sich manchmal auch zu streiten, ja. Und da habe ich gesagt, Moment, zu Gott, da sage ich dir schon was. Moment, mir ist gar nichts eingefallen. Aha. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Da ist mir zum ersten Mal so bitter aufgestoßen, da fehlt etwas. Es gibt ein Buch in der Philosophie, ja, lieber Mitbruder, in der philosophischen Zunft, das heißt Bewusstsein von dem, was fehlt. Etwas fehlt, haben wir es, ja? Mhm. Dass etwas fehlt. Da habe ich gemerkt, hallo, da fehlt etwas, das früher da war. Und das hat mich so ein bisschen mal zum Denken angebracht. Aber wie habe ich die Existenz Gottes erfahren? Das ist keine denkerische Sache. Da kann man noch denken. Da muss man schon glauben. Dann kann man denken. Gott ist ein interessanter Gedanke. Aber das war, als ich Zypern-UNO-Soldat war. Und ich war dort mit so 22. Bin hingefahren, um Geld zu verdienen. Ich wollte mir ein neues Auto kaufen und verliebt war mir damals. Das war ein Dauerzustand, zwar nicht immer mit der gleichen Person, ja, aber so halt, ja. Wie alt warst du damals? 22, also okay. Von 22, also 15 bis 22 bin ich eigentlich nicht in die Kirche gegangen. Okay. Diese Zeit, das ist schrecklich. Also mir tut das wie bei so mir, leid. Genau das Gleiche. Auch gleich, ja. Das ist ein Philosophenproblem wahrscheinlich. Ja, nicht nur. Wir müssen sich schon ein bisschen verteidigen. Auch, gell? Ja. Verteidigen, das ist so schlecht, sind sie nicht. Es steht zwar in der Bibel einmal drin, sie verdrehen alles. Ja. Stimmt auch. Na, aber dann bin ich auf Zypern und was da passiert ist, ich hatte zuerst einmal Zeit auf der Beobachtungsstation. Da bist du allein, ich musste Wache gehen in der Nacht. Das ist, muss man sich vorstellen, die Observer Position, diese Beobachtungsstation war so groß, vielleicht wie der Innenraum hier von der Kuppel, ja. Und da musste man halt alles rundherum vermint, die Nacht hindurch Wache gehen. Ich bin ein bisschen ein ängstlicher Mensch, ja. Ich fürchte mich ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, bis auf den heutigen Tag, ja. Ein bisschen Angst, ja. Obwohl ich Gewehr geladen, alles dabei komme, aber allein, nicht? Und beleuchtet. Und von draußen hätte man mich abknallen können wie einen Hasen, ja. Und da habe ich natürlich ein bisschen gefürchtet. Und dann fängt man zum Nachdenken an. Zeit, bitte. Der Teufel hat eine Methode, dass du nie Zeit hast, ja. Das ist schon mal ein Ansatz. Und ich habe da Zeit gehabt, nachdenken. Dann
die Nächte waren so schön, der gestirnte Himmel, sagt Kant, ne? Der gestirnte Himmel, die Sterne und das moralische Gesetz in mir lassen mich an Gott denken. Und da habe ich das Denken einmal angefangen und dann, es fügt sich dann, wenn in einem so ein bisschen die Sehnsucht so leise nach Gott, nach oben erwacht, dann fügt sich auch vieles. Und dann ist mir eine Bibel in die Hand gefallen. Und ich habe immer gerne gelesen auch. Und dann habe ich diese Heilige Schrift so von vorn bis hinten, wie man Buchholz liest, gelesen. Ich bin nicht weit gekommen bis Matthäus 11, 28. Also Matthäus ist das erste Evangelium. Und bei Matthäus 11, 28 wird sofort eine Pizza ausgeben, wer weiß, was da geschrieben ist, aber mit nichts googeln, ja. Da steht geschrieben, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und jetzt sage ich euch etwas. Ich hätte mich nicht mühselig und beladen gefühlt. Hätte jemand gefragt, bist du mühselig und beladen? Ich gesagt, nein. Ich bin super drauf, voll gut. Der verdient viel Geld und komm heim, kauf ein neues Auto und so. Ja, jedenfalls, dieses Wort hat mich so getroffen. Mir war, ich habe äußerlich nichts gesehen, nichts gehört, als ob Gott vorübergegangen wäre. Von da an konnte ich nicht mehr weiterleben. Dann ist, was ich heute schon gesagt habe, so eine heilsame Unruhe in mir entstanden. Ich wie ein Ertrinkender fast. Stimmt das, was da geschrieben steht? Ja? Da bin ich zu einem Priester gegangen, der ist voriges Jahr gestorben, in Oberösterreich. Walter hat der heißen, ich war beim Begräbnis dabei und ich habe ihn gefragt, stimmt das, was da geschrieben steht? Und da hat er gesagt, ja. Meine zweite Frage war, was muss ich tun? Auch diese Frage war nicht vorbereitet. Warum muss man was tun? Ich muss was tun. Was muss ich tun? Ich kann mir erinnern, wie lange der nachgedacht hat. Ja? Ich dachte, der weiß es auch nicht. Ja? Und dann sagt er endlich etwas sehr Ernüchterndes. Ich habe gesagt, eigentlich gar nichts. Das gibt es ja nicht. Gar nichts. Nein, eigentlich gar nichts. Er hat gesagt, nur eines. Das ist das Wort, das ich euch jungen Leuten gerne weitergebe. Ich habe es schon so oft gesagt. Das Wort, er hat gesagt, gib Gott in deinem Leben eine Chance. Lass Gott Gott sein. Schreiben wir ihm nicht immer vor, weil er zu sein hat. Lass dich überraschen. Gott ist Gott und ich sage euch, der kommt von einer Ecke, von der ihr es nie erwartet. Wahrscheinlich von dort, wo wir schwach sind, wo man glaubt, da geht nichts los. Ja? Da geht was los, Gott. Und das war für mich meine Erfahrung. Ich habe nie mehr so eine dichte Erfahrung gehabt wie damals, dass Gott ist da. Gott ist ein menschenfreundlicher Gott. Gott ist nicht über den Sternenzelt oder irgendwas sonst, sondern er ist da und er ist unterwegs zu dir. Also die Existenz Gottes war von da aus gelöst. Danke sehr. Danke sehr. Damals Medjugorje, wo die Hostie dann hochgegangen ist und du hast gemerkt, Gott ist da. Könnte ich mir vorstellen, dass du die Frage gehabt hast, was die nächsten Schritte sind. Und genau da kommt man hinein in dieses Thema, einen Schritt des Glaubens setzen oder einen Akt des Glaubens setzen oder Jesus nachfolgen oder eine Lebensübergabe machen oder einen Next Step machen oder was auch immer. Ja? Und wir haben ja an diesem Wochenende immer wieder nachgedacht über Maria und über diese Stelle bei Lukas 1, also der Engel kommt und Maria ist da und der Engel sagt unglaubliche Sachen und sie sagt, wie soll das geschehen? Also sie stellt die Wie-Frage. Viele Menschen glauben, wenn man irgendwie sich auf den Glauben einlässt und den nächsten Schritt machen sollte, dass man dann den Kopf abstellt. Aber interessant, aber witzigerweise fragt Maria wie. Das heißt, sie dreht den Kopf an. Kannst du irgendwas sagen zum Thema Glauben mit Kopf? Also ich glaube, Gott will uns als Ganzes. Also er will nicht nur einen Teil von uns, sondern er will uns als Ganzes, das heißt auch unser Denken. Ja? Manche Leute denken, wenn man glaubt, dann denkt man nicht. Aber es braucht definitiv beides. In der Jüngerschaft geht es eigentlich auch sehr viel darum, dass wir sowohl auf der kognitiven Ebene lernen, als auch auf der emotionalen Ebene, das heißt mit Hirn und Herz. Und dass wir das, was wir hören,
dass wir das dann umsetzen einfach in den Alltag und schauen, wie das, was das für Auswirkungen hat. Das heißt, Glaube ist eigentlich etwas, was in Aktion gesetzt werden muss. Glaube ist ein Lebensstil, es ist eine Beziehung, aber aus dieser Beziehung heraus wird unser ganzes Leben neu geprägt und wir fangen einfach an, unser Leben anders zu leben. Und das ist auch das, was Leute, unsere Freunde mitbekommen sollen. Ja, wenn wir als Christen leben, dass sie merken, wow, irgendwie ist das Leben anders und ich will es auch. Da ist etwas, das kann ich nicht fassen, das kann ich nicht greifen, aber ich will mehr von dem. Und der Engel kommt zu Maria und dieses kleine Mädchen, 15 Jahre alt oder so in Nazareth, und er sagt etwas total Verrücktes. Etwas, wo sie sagt, okay, ich habe keine Ahnung, was du jetzt genau meinst. Du sollst so quasi, du bist begnadet und sowas und du sollst einen Sohn gebären. Und sie sagt, okay, das ist im Natürlichen, sind die Voraussetzungen schwierig, nachdem sie quasi noch nicht einmal verheiratet waren und so weiter. Und Gott sagt, okay, es wird die Kraft des Höchsten dich überschatten. So quasi, okay, ich versprich dir das Geschenk des Heiligen Geistes. Und ich denke mir so, okay, Maria hat gefragt, wie soll das geschehen? Aber die Antwort war genauso rätselhaft wahrscheinlich als wie vorher. Also sie hat wahrscheinlich jetzt nicht wirklich kapiert, was Gott jetzt, der Engel, was er damit sagen will. Und dann hat sie aber vertraut. Und das ist das, was Maria auszeichnet. Sie hatte dieses wilde, kühne Vertrauen und in einem extremen Maß. Und man muss sagen, Maria, sie war schon in einer Sonderposition, weil Gott sie einfach dorthin gestellt hat. Er hat gesagt, ich will dich, 15-jähriges Mädchen Miriam aus Nazareth, ich will dich und ich schenke dir diese Fähigkeit, extrem Gott zu vertrauen. Und das ist auch der Grund, warum Maria so eine außergewöhnliche Position hat als Mensch. Also sie nimmt eine Position ein, die größte Position eigentlich, die möglich ist als Mensch, weil sie ohne Sünde war. Und in Maria sehen wir, wie extrem groß Gott von uns denkt. Weil wenn wir Maria anschauen, dann sehen wir auch, was Gott mit uns tun will. Ja? Also wenn wir vertrauen und wenn wir zu Gott Ja sagen, auch wenn wir nicht genau immer wissen, wie, dann macht Gott uns extrem groß. Sie war klein, sie war demütig und Gott hat sie erhöht. Und das ist eigentlich dieses Faszinierende. Wir können die Wie-Frage stellen und es ist wichtig, dass wir unseren Kopf einschalten. Aber Gott, und das habe ich so oft erfahren in meinem Leben, Gott liebt das Abenteuer. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Vor einer Woche waren wir auf Missionseinsatz in Armenien mit einem Team. Und das war ein sehr spannendes Unterfangen. Also normalerweise kontaktieren wir die Kirche vor Ort. Es gibt dort nur 5% Katholiken und sonst eine orientalische Kirche. Und wir machen dann sehr viele Pläne. Und ich bin so ein Typ, ich liebe Pläne. Ja, also man muss immer alles durchstrukturieren und so durchtakten und so weiter. Wirklich? Und ja, also wer mich kennt, der weiß das. Aber in diesem Fall hatte ich eine Kontaktperson, einen Priester. Er hat gesagt, ihr könnt im Haus des Bischofs schlafen. Und ich habe gesagt, okay, was können wir so an Ministries machen, an Programm, wo können wir mit Leuten irgendwie zusammenkommen? Er hat gesagt, es gibt eine Jugendgruppe, die könnt ihr am Montagabend treffen. Und dann hat er gemeint, den Rest schauen wir mal. Und ich habe mir gedacht, okay, ich habe ein Team, 10 Leute, 2 Wochen, schauen wir mal, das klingt für mich etwas vage. Ja? Und dann sind wir im Flugzeug gesessen und einer unserer Studenten schlägt die Bibel auf und irgendwie sind wir auf ein Bibelstudium gestoßen aus Hebräer 12 und auch Hebräer 11, 1. Und da ging es um was ist Glaube? Und zufällig hat noch jemand mir ein Wort geschickt, einen Vortrag, und da ging es auch um dieses Thema. Und wir hatten dieses Wort, das Gott zu uns gesagt hat, ich habe es auf Englisch, finde ich es noch schöner, fix your eyes on Jesus, so quasi fixiere deine Augen auf Jesus. Und dann heißt es, the pioneer and perfecter of faith, also der Pionier und der Vollender des Glaubens. Und wir haben uns damit beschäftigt, was das bedeutet. Und Gott hat uns noch ein Wort geschenkt. Er hat gesagt, ihr werdet noch größere Dinge vollbringen, als ich vollbracht habe. Und wenn wir auf die Straße gehen, wir denken, wir beten für Leute um Heilung. Wir sehen Heilungen auch. Wir sehen viele großartige Dinge. Und wir sind dorthin gekommen, hatten keinen Plan. Und das Erste, was passiert ist, wir haben uns mit einer Jugendgruppe getroffen. Und die haben quasi ein Sightseeing-Programm für uns organisiert. Und wir haben gedacht, okay, wir sind eigentlich nicht zum Sightseeing gekommen. Und das Interessante war, was dann passiert ist, wir haben einfach mitgemacht, mit diesen Jugendlichen unterwegs zu sein. Und dann haben wir bemerkt, dass die Jugendlichen total fasziniert sind von der Art, wie wir beten. Wir sind an diese Orte gegangen, haben dort einfach für das Land gebetet. Wir haben dann angefangen, für Leute Stimme Gottes zu hören, einfach sie zu segnen, in Kirchen auch zu beten.
Und sie haben immer gefragt, wie ist es, ihr betet mit dem Heiligen Geist und wer ist der Heilige Geist und bitte, wie geht es mit Stimme Gottes hören und mit Sprachengebet und bitte kommt zu mir nach Hause. Und dann haben sie uns eingeladen in die Familien und in die Häuser und gesagt, bitte könnt ihr für den auch noch beten, für meine Familie. Und wir haben plötzlich bemerkt, Gott verwendet uns. Und das, was mich besonders freut, ist, dass einer von diesen Jugendlichen, der auch ein Leiter ist, er war jetzt 3 Tage hier in Salzburg. Er ist heute Mittag wieder zurückgeflogen nach Armenien, weil er gesagt hat, da ist irgendwas los. Ich muss den Heiligen Geist kennenlernen. Und ich bin total fasziniert, weil ich mir denke, wow, er hat eine ganze Gruppe hinter sich und sie planen, nächstes Jahr mit einer Gruppe zu kommen. Und ich weiß, dass sie die Fähigkeit haben, ein Land zu verändern. Und ich glaube, das war das. Es braucht Glaube. Gott verwendet uns nicht auf die Art, wie wir das erwarten, aber er verwendet uns mit Überraschungen auf viel größere Art und Weise. Aber wir brauchen das Vertrauen, das wir zuerst in ihn hineinsetzen. Stark. Es gäbe jetzt viele Stichworte, die man jetzt aufgreifen könnte. Für mich wäre das Stichwort Faszination. Gab es in deinem Leben womöglich als 22, 23-jährige, 24-jährige Personen, die Christen waren, die dich fasziniert haben? Und wenn ja, was hat dich fasziniert? Was war das, was dich fasziniert hat? Ja, Personen ja, hat es natürlich gegeben, also ich habe diesen Priester schon erwähnt. Dann, der war von einer Gebetsgruppe in Oberösterreich, Haider Gebetskreis. Und das sind Menschen gewesen, die also ich habe, obwohl ich gut christlich sozialisiert aufgewachsen bin, nie so das Wort Gottes, was es ist, Wort Gottes und nicht Wort der Menschen oder irgendeine gute, schöne Theorie, gelebt haben und erfahren haben. Was mich fasziniert, und das ist immer wiederum neu, dass dieses Wort, das was in der Heiligen Schrift steht, und ich sage euch all jeden Einzelnen auf den Kopf zu, das hat sich in dir schon verwirklicht. Das ist schon da, du musst es nur entdecken. Ja? Also ich erlebe das immer wieder, dass ich sage, um Gottes Willen, das ist ja schon wahr, auch in mir. Ich kann meine Auferstehungserfahrung letztes Jahr, darf ich die kurz erzählen? Natürlich, ja? Natürlich. Ich predige ja hier nicht immer so schön in so einem schönen Ambiente, wie das ist. Das ist oft ganz anders. Ja? Da sitzen vielleicht 200 Leute drinnen. Weißt, da ist die Kirche 80% leer. Ja? Und dann kommen hinten die Touristen und tun fotografieren und gehen herum und marschieren da rum. Und dann steht wer auf, geht raus und du predigst, um Gottes Willen. Ne? Also zu Ostern, und mich fasziniert, und ich frage mich immer, ich hänge an kurzen Worten. Zum Beispiel, wenn in der Bibel ein kurzes Wort steht, ne? Nicht ein ganzes Kapitel. Und da war Ostern, diese Erfahrung der Jünger am Grab. Die zwei, Johannes und Petrus, laufen zum Grab. Petrus älter, langsamer, Johannes jünger, schneller. Und dann heißt Johannes kommt früher an, geht aber nicht hinein ins leere Grab, wartet auf den Petrus. Petrus kommt später, geht hinein. Und dann heißt es, der Jüngere, Johannes, geht auch hinein. Und dann heißt es, er sah und er glaubte. Da habe ich nachgedacht. Bitte, ich würde das sehr empfehlen. Denkt es noch, lasst euch so von kleinen Worten treffen. Ist das in meinem Leben schon mal passiert, dass ich gehört habe und geglaubt oder gesehen und geglaubt? Nicht etwas sehen, zum Denken anfangen, fragen, ja, du bist da der Meinung, ah, dann glaube ich, nicht? Nein. Bum, bum, ja. Eines, ja. Ist das passiert? Habe ich nachgedacht. Und stellt euch vor, da fällt mir etwas ein. Das möchte ich euch erzählen. Als mein Vater gestorben ist, 84, da hatte ich gerade maturiert, das spätberufene Seminar absolviert. Und er war 73, er ist an meinem Geburtstag am 14. Juli, jetzt wisst ihr, könnt ihr mir alle schreiben, am 14. Juli habe ich Geburtstag, ja, ist er gestorben. Eine Woche vorher, er war nicht schwer krank, konnte nicht gehen. Damals hat man gesagt, na, Gelenksoperationen, das macht man nicht, er geht nicht mehr gehen. Aber er ist sonst gesund, er wird im Rollstuhl sein müssen. Das war natürlich bei uns
in unserer Keusche, wo wir gewohnt haben, ein Problem. Habe ich besorgt dann das alles. Und dann, das war am Montag, habe ich gemerkt, der ist so schwach, der kann nicht. Und war ich ungeduldig, habe gesagt, du musst da einbremsen, das musst du tun. Da haben wir ihn ins Bett gelegt, Arzt geholt. Das war ein ungarischer Arzt, nichts gegen Ungarn, mit seinen Nachbarn, also in der Steiermark. Wir kommen gut aus. Und der war immer so kurz, mit kurzen Worten auch, ja, wie der Bibel. Ja. Und beim Rausgehen hat er untersucht, Spritzen gegeben und hat beim Rausgehen sagt er zu mir, heute oder morgen? Sag ich, kommen Sie wieder? Und ich gesagt, nein, stirbt er. Ich so, was? Heute oder morgen? Um Gottes Willen, die ganze Familie zusammen, ich war 28 damals, noch nie, dass mir ein naher Mensch, ganz naher Mensch, ich habe noch nie jemanden sterben gesehen, dass ein ganz naher Mensch also gestorben ist, noch nie erlebt. Das war für mich eine existenziell herausfordernde Erfahrung. Ja? Montag, und dann ist das hingegangen, und dann alle zusammengerufen, gebetet und gehofft, und dann gesagt, nein, er stirbt. Dann ist ein Moment eingetreten, wo man glaubt, das geht überhaupt nichts mehr weiter. Nicht, dass ich wollte, dass er stirbt, aber du kannst mit solchen Situationen nicht umgehen, weil das ist ja neu, und die ganze Sinnenwelt ist das nicht gewohnt. Sterben oder nicht sterben, ist lebendig oder schon tot. Und am Samstagabend, ich war innerlich leer, ausgebrannt und müde, und sage ich zur Mutter, ich gehe jetzt in die Kirche. Hat sie gesagt, bleib da, der Vater stirbt. Habe ich gesagt, du, das geht schon die ganze Woche, ich wollte weg. Und Kirchen gehen, bitte, ist doch was Ordentliches. Ja? Habe ich gesagt, nein, bleib da. Gott sei Dank bin ich geblieben. Gott sei Dank, ich sage euch, bin ich geblieben. Wichtig, ihr braucht Leute, die euch etwas sagen können. Das sind auch kurze Worte, nicht der ganze Theorie. Ja? Wir erklären gerne immer die ganze Welt. Ja? Kurze Worte, so, bleib da. Dann bin ich doch geblieben. Ungefähr eine Dreiviertelstunde später stirbt der Vater. Und die Kirche ist auf einem Hügel. In der Oststeiermark gibt es keine Berge. Dann ist ein Tal und dann gibt es einen kleineren Hügel. Das ist unser Haus. Also die Luftlinie ist ganz nah. Da stirbt der Vater. Der hat sich überhaupt nicht mehr gerührt. Der hat keinen Finger gerührt oder was. In diesem Moment sitzt er auf. Probiert es einmal, ohne mit den Händen hochzuhelfen, aufzusitzen. Ja? Sitzt, schaut entgegen, fällt zurück und haucht das Leben aus. Und dann, wir waren 5 Kinder, die Mutter war dabei, war es totenstill im Zimmer, totenstill, am 14. Juli, was heißt, Fenster offen. Und dann haben Glocken geläutet, die Wandlung bei der Messe. Und schön. Da habe ich gehört und geglaubt. 34 Jahre habe ich gebraucht, um das zu wissen. Ich habe immer gewusst, habe mir gesagt, wie ist denn dein Vater gestorben? Genauso erzählt. Aber dass ich da gehört habe und geglaubt, wie der Johannes, der Apostel, gesehen und geglaubt, das war wieder mal 34 Jahre Doktorat und alles gemacht und schon viel gepredigt und allen die Welt erklärt, ja. Habe ich gebraucht, dass das Wort Gottes, dieses Wort Gottes, hat sich in mir erfüllt. Du musst es entdecken. Also das finde ich die größte Faszination und das größte Abenteuer. Entdecke das Wort Gottes, das erfüllte Wort Gottes in dir. Amen. Der heilige Apostel Paulus sagt, mit Christus sind wir schon auferstanden. Amen. Unser Philosoph, der Nietzsche, sagt, wenn die Christen an Auferstehung glauben, müssen sie ein bisschen fröhlicher sein, ja? Wir haben allen Grund, fröhlich zu sein. Ja? Das Wort Gottes ist wahr. Das ist die größte Faszination, muss ich ehrlich sagen. Amen. Und immer wieder, Amen. Immer wieder Amen. Das Gleiche. Ja? Amen. Mein Stichwort wäre Bum Bum. Machen wir 3 draus. Bum Bum Bum. Petrus sagt zu Pfingsten, lasst euch taufen, bekehrt euch und dann kommt der Heilige Geist. Bum, bum, bum. Viele von hier sind getauft. Wenn wir einen Glaubensschritt setzen, bekehren sie sich und dann kommt der Heilige Geist. Bitte erzähl mal davon, wie das sich so anfühlt, wenn der Heilige Geist kommt. Das ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Muss man sagen, Gott ist die Quelle alles Guten. Gott ist das Ziel all unserer Sehnsüchte. Und jeder Mensch läuft herum eigentlich so mit vielen Sehnsüchten.
Wir merken das, also wenn wir die eine Sehnsucht gestillt haben, dann haben wir schon wieder die nächste. Ja, so geht es in unserem Leben. Das sind die natürlichen Bedürfnisse, aber dann auch die darüber hinausgehen. Das heißt, jeder Mensch ist geschaffen einfach mit einer Sehnsucht nach Schönheit, nach Intimität, mit einer Sehnsucht nach Bedeutung, nach Größe, nach Staunen. Ja, wir haben all diese Sehnsüchte tief in uns drinnen. Ich habe darüber auch schon mit sehr vielen Menschen gesprochen, die nicht an Gott glauben und sie alle sagen, ja, stimmt, das stimmt. Und dann sage ich, ja, in der Welt haben wir eigentlich nichts, was diese Sehnsucht hundertprozentig erfüllen kann. Also man kann alles Mögliche konsumieren, man kann an die wunderschönsten Orte fahren, man kann sich alles Mögliche kaufen, aber im Endeffekt bleibt immer irgendwie ein Loch mit einer Sehnsucht nach mehr. Und C.S. Lewis sagt dieses Zitat, er sagt, die beste Erklärung dafür, dass wir in dieser Welt nicht die vollkommene Erfüllung finden, ist, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Und ich glaube, wir ahnen das, wir wissen das irgendwie mit unserer Existenz und mit all diesen Sehnsüchten, dass wir eigentlich nicht, dass diese Welt allein nicht genügen kann, sondern dass wir für eine andere Welt gemacht sind. Und das heißt, Gott, er ist das Ziel all unserer Sehnsüchte. Also wenn wir in den Himmel gehen, dann werden all unsere Sehnsüchte erfüllt. Die Sehnsucht nach Schönheit. Gott ist in sich absolut unglaublich, unfassbar schön. Die Sehnsucht nach Intimität, er liebt uns die ganze Zeit mit extravaganter Liebe. Die Sehnsucht nach Größe, nach Bedeutung. Das heißt, Gott ist der, der uns groß macht. Wenn wir klein werden, macht er uns bedeutend und groß. Wir finden unsere Erfüllung, die Erfüllung all unserer Sehnsüchte in Gott. Und jetzt, wenn wir den Heiligen Geist empfangen, dann haben wir schon Anteil an Gott. Das heißt, der Heilige Geist ist der erste Anteil des Erbes, das wir erhalten sollen. Und unser Erbe liegt im Himmel bereit. Also Gott sagt so quasi, hey, schau mal, ich drücke dir ein Siegel auf die Stirn, ein unsichtbares Siegel. Und das ist die Garantie dafür, dass du im Himmel extrem großartige Dinge erben wirst. Ja, das ist der Heilige Geist. Und das heißt, wir erahnen etwas von diesem unvergänglichen Erbe, das im Himmel für uns bereit liegt. Und wenn wir so schauen, was in der Bibel steht, in Galater 5, dann merken wir, was die Früchte des Heiligen Geistes sind. Freude, Friede, Liebe, Sanftmut, Geduld und so weiter. Ja, das heißt, in dem Augenblick, wo wir diesen tiefen Frieden spüren, wo wir unfassbares Glück verspüren, wo wir extreme Liebe verspüren, also alle positiven Eigenschaften eigentlich, wenn Gott die Quelle alles Guten ist, dann erahnen wir etwas von dem, wer der Heilige Geist ist, wer Gott ist. Ja, dann bricht so quasi die Realität und die Dimension Gottes in unseren Alltag, in unser ganz normales Leben herein. Und das ist wirklich wunderschön. In der Apostelgeschichte steht, wo der Heilige Geist kommt, sagen den Menschen von außen, diesen voll des süßen Weins. Und bei Maria heißt es, also sie sagt ja, der Heilige Geist kommt und dann beginnt ein Lobpreis, also auch Freude. Kannst du ein bisschen was sagen über diese Freude des Glaubens, über die Freude, ja gesagt zu haben, über diese Freude, im Heiligen Geist zu gehen, wie das für dich so ist? Ja, wo erlebe ich das? Also bei mir ist es so, ich weiß nicht, also ich bin mir ja selbst ein Rätsel, immer wieder, noch immer, ja. Schon alt und immer. Aber es ist so, ich liebe so sehr, vielleicht könnte man sagen, mit dem Jakobskampf. Also Ich liebe diese, wenn wir mal sagen, diese Gottesbegegnung, die fast wie eine Auseinandersetzung ist, ein Ringen und man ringt und man kämpft und es geht nicht. Oder beim Tanzen, man will jetzt herumdrehen und es geht nicht und es geht nicht. Nochmal und nochmal. So, ich bin ein schlechter Tanzpartner Gottes, glaube ich. Also, aber nicht, weil ich irgendwie störrisch bin oder gegen Gott, aber ich liebe das so sehr und bin Gott so ewig dankbar. Darum habe ich auch Philosophie mehr studiert und nicht mich in Theologie mehr weiter beschäftigt. Aber Sie sehen, weil ich diesen Gott, der so groß ist, und stellt euch das vor, der ist unendlich, ja? Der hat die Welt erschaffen, ja? Der hat das Ganze in der Hand, weil ich dort sage, diese Nähe, Distanz, das ist für mich ein Leben. Und da passiert es dann, Mensch ist doch wieder ein bisschen störrisch, dass ich mich ein bisschen wegkatapultiere. Ja? Und die größte Freude ist es, heimzukommen zu Gott, verlorene Sohn. Das, in der Bibel wird nicht gelaufen, ja? Die haben damals alle Zeit gehabt. Ja? Und wenn man schaut, wann läuft wer in der Bibel, das kommt ganz selten vor.
Und der Vater läuft seinem verlorenen Sohn, der sein Erbteil verschleudert hat, entgegen. Und dieses Heimkommen, es fügt sich, es passt. Ich habe Szenen erlebt in meinem Leben als junger Mensch. Ich bin extrovertiert, ja, und bin dann oft so in Situationen, wo es nicht mehr weitergeht, ja. Ich habe das zum Beispiel schon ganz am Anfang meines Weges in Horn im Gymnasium habe ich erlebt, Diskussion und eifrig und hin und her und so. Und auf einmal ist mir das Ganze peinlich geworden. Und ich musste weggehen. Und ich bin weggegangen von dieser oberflächlichen Gesellschaft, bin in mein Zimmer gegangen, habe mich aufs Bett gelegt und habe mich gefreut. Auch Gott bringt das alles nochmal irgendwie zusammen. Das sind für mich die größten Freuden, dass sich das fügt im Leben. Man geht ihr Wege, man geht einsame Wege, ja, aber man muss das auch gehen. Man macht auch gewisse Fehler, da denkt man, ja, man kann das nicht. Am Anfang habe ich gemeint, das schalte ich jetzt ab wie ein Radio. Zölibatär leben, ja, das ist nicht so einfach, nicht? Gerade am Anfang, wenn man jung ist, wenn man älter wird, ist es eh immer leichter, ja. Kinder fragen mich schon in der Schule, ist das nicht schwer, ohne Frau zu leben? Sag ich, wird immer leichter, ja. In meinem Alter wird es immer leichter, ja. Also, wenn man dann so am Weg geht, der nicht mehr weitergeht, und wenn man da dann spüren darf, du bist in Gottes Hand geborgen, der Gott gibt dir auch immer wieder um eine Chance. Wenn du ihm eine Chance gibst, er wird dir eine Chance geben. Und es geht sich aus, es fügt sich. Eine Fügung ist für mich ein wunderbares Wort. Und das ist für mich Freude, dass ich merke, ich muss das nicht leisten. Ich kann es nicht. Ich schaffe es nicht. Bischof sein. Jetzt stellt euch vor, ich habe schon erzählt, vormittag ein schlechter Schüler. Was habe ich schon alles gemacht? Jetzt bin ich Erzbischof. Mein Vater wollte Knecht werden, er wollte Maurer werden. Hat nicht dürfen. Knecht muss er sein, hat sein Vater gesagt. Und ich bin Erzbischof. Und ich sage, lieber Gott, wie wird denn das alles gehen? Wie wird denn das alles gehen? Es fügt sich. Und das ist Freude. Amen. Es fügt sich. Amen. Danke sehr. Wir haben noch 6 Minuten und 30 Sekunden in diesem Talk hier. Bitte an die Regie jetzt die Folien kommen lassen, die kleinen Animationen. Wer hat jetzt 4 so Bilder, kleine Animationen gemacht von Christoph und Bernadette Neuwirth? Danke sehr. Hier hinten sieht man es, da hinten sieht man es. Da kommt ein Schiff. Das ist eine Metapher für eine Lebensübergabe. Was kannst du dieses Bild kurz ausdeuten? Schiff auf dem Wasser, Wind kommt herein. 90 Sekunden, los. Ja, da denke ich sofort am Seesturm. Jesus geht über den See. Er tut so, als ob er weitergehen möchte. Das finde ich auch interessant. Jesus hofft immer, dass er entdeckt wird. Ja? Er tut so, als ob er das doch endlich, was ich schenke, Herr, wenn du es bist, sag, dass ich aus dem Boot steige. Und Petrus sagt, und Jesus sagt zu mir, steig aus dem Boot. Steig aus dem Boot. Aus dem Boot deiner Sicherheit, aus dem Boot deiner Vorstellungen, aus dem Boot deiner Träume. Steig aus. Auf ein Wasser, von dem Petrus, der war Fischer, der wusste, dass das nicht trägt. Ja? Wasser trägt nicht zum Gehen. Ich habe einmal das ausprobiert mit meinem Freund in einem Schwimmbecken. Haben wir gesagt, wir glauben jetzt ganz fest, dass wir über das Wasser gehen können, ja, und haben wir probiert, ja. Wir sind rein duscht da ins Wasser gegangen. Steig aus dem Boot, ja, und Petrus tut das. Dieser Schritt über den Bootsrand auf ein Wasser, das normalerweise nicht trägt, das aber trägt, wenn Jesus dich ruft, das fällt mir dazu ein. Danke. Nächstes Bild. Wir sehen ein Auto, wo ein Navi hineingegeben wird. Bild kommt. Berner, bitte. 90 Sekunden. Wunderschön gezeichnet. Danke an Christoph und Bernadette Neuwirth. Danke sehr. Also Gott schenkt uns ganz am Anfang unseres Lebens quasi ein wunderschönes Auto und er präsentiert uns dieses Auto und sagt,
schau mal, das ist für dein Leben und du kannst wirklich das Leben genießen und du kannst durch die Welt fahren und durch die Gegend fahren und kannst es ausprobieren und genieß dein Leben. Die Sache ist, dass wir sehr oft nicht wissen, wo wir hinfahren. Und ich habe das so oft erlebt, auch bei jungen Leuten, wenn man so fragt, so, was ist dein Ziel eigentlich in deinem Leben oder was ist die Vision, was möchtest du erreichen, dass viele sagen so, wow, eigentlich keine Ahnung. Oder es kommt so eine Sinnlosigkeit ins Leben. Und ich habe das selber auch erfahren, so wie, eben wie 14 vorher das kurz erzählt, dass ich mir diese Frage gestellt habe, was ist eigentlich der Sinn im Leben? Wofür lebe ich und wofür lohnt es sich wirklich auch zu kämpfen und zu leben? Und wenn wir auf dieses Auto schauen, dann sehen wir auch das Navi quasi. Und Jesus, er gibt uns erst quasi unser Navi. Jesus, er sagt, schau mal, dein Ziel ist der Himmel, dein Ziel ist die Ewigkeit. Und es macht sehr viel aus, ob du mit deinem Auto in diese Richtung fährst oder in die entgegengesetzte Richtung. Also ob du dem Ziel näher kommst oder nicht. Das heißt, Jesus, er möchte einfach Teil von unserem Leben sein und er möchte uns zeigen, wo es hingeht, wie wir unser Navi einfach sehr gut benutzen können. Und es ist, oft verwenden wir die Dinge, die Gott uns geschenkt hat, aber wir verwenden sie nicht zur vollen Entfaltung oder wir verwenden sie nicht richtig. Und Gott gibt uns quasi einfach so auch ein Handbuch zu dem Auto dazu und das ist die Bibel. Ja? Er zeigt uns sein Wort und zeigt uns, wie wir aus unserem Leben das Beste machen können. Und deshalb ist auch mein Aufruf, erstens lies die Bibel und mach Jesus zu deinem Navi. Lass ihm dir zeigen, wo es hingeht. Danke. Nächstes Bild an die Regie bitte. Wir sehen ein Felsen, oben ist der Herr, unten ist ein junger Mensch und der untere Mensch fragt den Herrn oben, ist das Seil oben befestigt? 90 Sekunden bitte. Ja. Wenn ich Herr wäre, würde ich sagen, vertrau. Such nicht die Sicherheit. Ich wurde einmal, ich war 11 Jahre für Jugend zuständig, ja. War nie Jugendseelsorger, weil ich da in Rom war, aber es war eine meiner schönsten Zeiten, von denen habe ich so viel gelernt. Aber die haben mich immer wieder in Situationen gebracht, in die ich nicht kommen wollte. Einmal wollten sie, dass sie mich von der Murbrücke abseilen, ja? Murbrücke abseilen. Gute Idee. Ja, und ich habe da schon vertraut, dass die halten ordentlich, okay. Das habe ich wirklich vertraut. Aber ganz doch nicht, ja, ganz nicht, ja. Das ist immer so beim Glauben auch so. Man glaubt, aber doch nicht ganz, ja. Das ist der Hund, ja, da ist der Hund im Pfeffer, ja. Also und ganz schlimm war das Anfangen, ganz Anfang. Jetzt stehst du am Moor, am Rand, ich immer noch war angehalten, nicht? Und ich habe gesagt, lass los. Ich habe gesagt, nein, nicht dort gehalten, beim Seil gehalten und dort gehalten. Das sind, lass los. Dieses Loslassen, das hat mich so viel gekostet, Und als ich diesen Griff losgewagt habe, habe ich gespürt, ich werde getragen. Ich werde getragen. Das Seil hält, die Leute halten. Und diese Erfahrung, wirklich, das würde ich sagen, was heißt den ersten Schritt tun, mal loslassen. Lass los. Du wirst dir wunderbare Erfahrung machen, wie am See, das trägt, das hält. Danke sehr. Letztes Bild. Danke nochmal an Christoph Bernadette. Man sieht ein Gemälde von einem jungen Menschen und im Gemälde ist auch Christus drin. 90 Sekunden. Bernhard, bitte. Schön, das ist Christus. Also die Frage ist, wem lässt du das Gemälde deines Lebens malen, das Bild deines Lebens? Und sehr oft versuchen wir das selber zu malen und vielleicht ist dir das schon mal passiert, wenn du etwas malst und dann malst du, irgendwie kommt irgendwie ein Klecks und man denkt so, oh nein, der passt jetzt überhaupt nicht rein in dieses Bild und den will ich einfach weghaben. Und in unserem Leben passiert uns das genauso. Wir haben plötzlich einen Klecks im Bild und wir denken, der soll eigentlich nicht da sein, oh nein. Und wenn wir jetzt Jesus den Pinsel übergeben und wenn wir sagen, Jesus, bitte könntest du malen, könntest du mein Bild, das Bild meines Lebens malen, dann merken wir, Jesus plötzlich beginnt, diesen Klecks in etwas Wunderschönes zu verwandeln und wie er weitermalt, so dass man plötzlich denkt so, wow, das schaut eigentlich richtig cool aus, also cool, dass der Klecks irgendwie da war, weil der ist so cool, also den hat Gott richtig, richtig gut verwendet und so beginnt Gott mit den Fehlern und den Schwierigkeiten und den Herausforderungen in unserem Leben echt ein wunderschönes Bild zu malen, sobald wir ihm die Regie übergeben und sagen, Jesus, bitte sei du der Maler.
Und in dem Bild sehen wir Jesus auch in dem, auf dem Gemälde. Das heißt, Jesus, er möchte auch Teil von unserem Leben sein. Also seine größte Sehnsucht bist du, der du heute hier sitzt oder am Livestream verbunden bist. Du bist die größte Sehnsucht, die Gott in seinem Herzen hat. Das heißt, er wünscht sich nichts mehr, als dass er einfach mit dir ist. Und die wichtigsten Dinge, die haben wir oft zum Beispiel als Bildschirmschoner auf unserem Handy oder sowas als Hintergrund, ja, so Personen, die uns wichtig sind. Und ich glaube, bei Jesus ist es genauso. Auf dem Screen von Jesus am Handy wärst du mit ihm gemeinsam wahrscheinlich. Und genauso ist es in diesem Bild, das wir sehen. Jesus, er möchte einfach Teil von unserem Leben sein und sein größter Wunsch ist, dass er einfach mit dir ist und dass er Teil von deinem Leben sein darf. Danke sehr, wir stehen kurz vor der Lebensübergabe. Ich bitte dich um dein Abschlussstatement, bitte hier vorne hingehen. Berner, bitte auch zuerst Erzbischof und dann Berner. Ein Abschlussstatement. Ja. Ja, liebe junge Freunde, in meinem Leben bin ich oft vor Entscheidungen gestanden. Ich wusste nicht, soll ich nicht. Und ich war immer sehr dankbar, wenn mir jemand einen Impuls gegeben hat. Nur ganz, und den möchte ich euch weitergeben. Als der Herr bei mir angeklopft hat, Bischof zu werden, das war für mich ganz, ganz schwer. Ich konnte mir das nicht vorstellen, überhaupt nicht. Da habe ich damals meine Mutter angerufen. Normalerweise darf man nicht reden über das Bischof werden, das ist alles geheim. Darf man nur mit dem Beichtvater reden. Und ich habe meine Mutter angerufen und habe gesagt, was soll ich tun? Ich habe versucht, Nein zu sagen, es geht nicht. Und sie hat mir ein weises Wort gesagt. Sie hat nicht gesagt, mach's, sondern gesagt, mach's nicht. Sie hat gesagt, versperre dich nicht ganz. Liebe junge Freunde, wenn Gott, wenn Jesus an dein Herz klopft, dann möchte ich dir das von Herz zu Herz sagen. Versperre dich nicht. Berner, bitte. Also, je besser ich eigentlich Gott kennengelernt habe in meinem Leben, umso mehr, muss ich sagen, habe ich mich eigentlich in ihm verliebt und umso mehr habe ich diese Sehnsucht bekommen, einfach mehr mit ihm zu machen und mehr mit ihm unterwegs zu sein quasi. Und immer sagen, für mich war es die schönste, die größte und die beste Entscheidung meines Lebens, dass ich Gott mein Leben anvertraue. Und das tue ich nach wie vor jeden Tag, dass ich diese Entscheidung erneuere und dass ich sage, Jesus, mein Leben, mein Herz, alles, was ich tue, gehört dir. Und ich habe eine Taktik Gottes herausgefunden, und zwar ist es die, das, was wir ihm geben, das macht er immer schöner, das macht er immer größer. Und das heißt, in dem Moment, wo ich ihm Dinge gebe, verwandelt er das und beschenkt mich umso mehr. Und das ist auch meine Einladung an dich, wenn du heute hier bist und wenn du sagst, okay, ich weiß nicht, was das bedeutet, Jesus das Leben anzuvertrauen, dann kann ich dir nur sagen, es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst in deinem Leben, weil es wird dich am glücklichsten machen. Gott weiß, wie er dein Herz am meisten beschenken kann. Und wir haben viel gehört von diesem jungen Mädchen aus Nazareth. Sie hatte keine Ahnung, was Gott mit ihr vorhat. Und Gott hat extrem groß von ihr geträumt. Und deshalb, wenn du hier bist und dir überlegst, okay, soll ich Ja sagen, soll ich so quasi auf Risiko gehen, dann möchte ich dich einfach ermutigen und möchte sagen, sei bereit für das Abenteuer, das Gott mit dir vorhat. Amen. 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 Danke sehr. Amen.